Moin Jungs, da bin ich wieder. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Outfit haben könnt, speichern könnt und es zu eurem machen könnt. Also bleibt dran, Daumen da lassen, abonnieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bevor es losgeht, möchte ich Lurchi Nummer 1 grüßen. Der hat mir nämlich bei dem Glitch geholfen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, die meisten kennen ihn. Wer ihn noch nicht kennt, schaut doch bitte auf seinem Kanal vorbei. Er macht richtig geile YouTube-Videos. Also ich bin wirklich großer Fan von ihm. Sehr sympathisch, der Junge. Und dann möchte ich noch Swurschtle bzw. Herr Bockwurst LP grüßen. Auch sein Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Der hat mir nämlich auch bei dem Glitch geholfen. Und natürlich auch der Matze 80, der Cebo und meine Freundin Ballerina hat mir dabei geholfen. Was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall ein Spieler, der in einer offenen Lobby ist. Das ist ganz wichtig, sonst kommt die Meldung, dass die Sitzung voll ist. Und der Spieler, der muss in einem Rennen im Einladebildschirm sein und die Sitzung geschlossen halten, damit die Zeit nicht abläuft, damit keiner beitreten kann. Und ihr startet einfach eins von den Gegnermissionen, wo jetzt neu dazu kam. Landezone 1 bis 4 oder 5 geht es. Und am besten macht ihr 4 Teams, wenn ihr 4 Leute seid, damit jeder so seine Wunschfarbe nehmen kann. Ich habe es mal mit Pink gemacht. Hab dann kleine Streitereien mit Matze 80 gehabt, der war nämlich auch pink, dafür hat er lila bekommen. Und dann müsst ihr einfach nur den Job starten und in der Party sein, damit ihr nachher demjenigen beitreten könnt, der in einem Rennen drin ist. So, wenn der Job dann startet, spielt ihr das Ganze mal zu Ende oder macht es wie wir, hockt es einfach unten an den Punkt. Und dann ist es ganz wichtig, wenn die Zeit dann abgelaufen ist, dass ihr ja erstmal alles drückt, so Daumen nach oben, Daumen nach unten, halt die Jobbewertung macht. Und dann ist es wichtig, in dem Auswahlbildschirm, wo ihr dann auf freier Modus klicken könnt oder aktualisieren, dass ihr dort erstmal nichts macht und dann über die Party direkt bei dem Spieler beitritt, der in einem Rennen gerade ist, in dem Einladebildschirm. Bei uns in dem Fall war es Ballerina. Und bevor ihr über die Party beitretet in das Rennen, sagt ihr über die Party demjenigen Bescheid, dann macht er das Rennen auf offen, damit ihr beitreten könnt und dann tretet ihr einfach bei, so wie wir das jetzt gerade machen. Und wenn ihr dann da drin seid, einfach nur kurz warten, mit Kreis den Job verlassen, dann die Bestätigung, das Ganze dann bestätigen mit X, dass ihr wieder im freien Modus seid und dann habt ihr das Outfit eigentlich schon. Und dann könnt ihr das Ganze mal abspeichern und dann ist es euer. Ja, das ist eigentlich super einfach. Es bedarf allerdings ab und zu mal ja, eine Wiederholung, weil es bei manchen nicht immer sofort speichert oder weil irgendwas schief läuft, wenn man eine geschlossene Sitzung das Ganze startet. Auf jeden Fall, das war's auf jeden Fall schon. Schaut auf jeden Fall bei Lurchi vorbei, super Typ. Und bei Bockwurst natürlich auch super Typ, schaut auch bei ihm vorbei. Das war's auf jeden Fall mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, macht's gut, haut rein.